Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV, hier aus dem schönen Bad Dürrheim. Ja, Bau unseres Zoom-Moduls, Teil 18 sind wir mittlerweile schon. Ja, und es freut mich, dass ihr immer so aktiv dabei seid. Und wieder den Hinweis, wer natürlich jetzt nicht live dabei sein kann, weil ich die Live-Zeiten nicht mehr ankündigen kann, weil es spontan kommt. Die Videos sind immer noch zu sehen. Wer die anderen auch noch sehen will, wir haben sie alle in der Playlist Bau unseres Zoom-Moduls abgeordnet. Da findet ihr alle Teile, auch die ganz ersten, wo noch nicht per Livestream war. Ja, es gibt einiges, was ich mittlerweile im Hintergrund baue, weil natürlich jeder sich beschwert, dass die Livestreams viel zu lange sind. Okay, dann müsst ihr halt damit leben, dass viele Sachen jetzt ohne euch stattfinden. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen, was zwischenzeitlich passiert ist. Mal den Kleber hier weg und drehen der Hafe hier um. So, also, wo sind wir? Da sind wir. Muss nebenher wegen Linsen. Sei gegrüßt Sven, sei gegrüßt Walter und Onderweg und Sascha, Hallöchen. So, also gestern hatten wir hier die Tiere eingepflanzt. Eingepflanzt? Hingestellt. Ja. Zebras, Esel und wie heißt's? Bisons. Nicht Büffel, sondern Bisons. Das sind Bisons. Und dann sind wir hier rüber gewandert und haben ja, das Eisbärengehege gebaut. Kann sich nicht entscheiden, wo er scharf macht. Ne? Okay, gehen wir eins weiter und zwischenzeitlich ist das Pinguingehege auch hier. Voilà. So. Da drüben habe ich eine Freifläche, weil da soll das Seelöwengehege hin. Das gibt es aber nicht, außer meinem Kopf. Das heißt, per Vorstellung, ich setze euch mal hier ab. So. Außer in meiner Vorstellung eben und ja, das muss ich erst überlegen, wie ich das gestaltet bekomme. Hallo Norbert. Freut mich, dass es geklappt hat mit den Dächern zum Lackieren, Sascha. Hallo Stefan. Und wen ich noch vergessen habe. Ja. Bei den Pinguinen war ja dieses Gebäude hier dabei. Eben, da fliegt schon die... Ah. Dieses Gebäude war hier dabei. Bei den Pinguinen. Wo sind wir? Hier sind wir. So. Und ich dachte einfach, das passt gut hierher, weil ich dann den Abschluss habe zwischen dem Flamingo-Bereich und hier kommt man dann durch nach hinten an den Abfluss und man hat noch das Gebäude, um Futter für Bären oder für Pinguine zu erstellen. Ja, wann kommen die Flamingos? Da sind sie. Ja, und da und da und da und da. Und da und da. So. Ganz viele Flamingos. Da wird sich der Christian jetzt freuen. Und die kommen alle jetzt dann in Einsatz. Aber wie gesagt, Geduld, Geduld, Geduld. Da werden sie hinkommen, teilweise in den See mit rein.
Das werde ich noch basteln und ich zeige euch das Ergebnis dann, weil ich kann das einfach nicht so machen, wie das gerne gedacht ist hier live, weil das würde den Rahmen einfach sprengen. Ich muss immer wieder wegen ums Eck gucken. Alles klar, Utrecht. Hallo Cleo 1. Hallo Ralf. Habe ich jemanden vergessen? Ich zeige es euch mal kurz, warum. Ich habe den Laptop hier unten und ihr seht, ich sehe das Bild immer, dass es scharf ist. Und wenn ich eben den Chat lesen will, dann muss ich mich so ums Eck beugen. Ja, okay. Hätten wir das auch abgehakt. Ja, was kann ich euch noch zeigen? Ich habe endlich Eingangskontrolleure gefunden, die die Fahrkarten. Fahrkarten? Was rede ich heute für ein Stuss? Die Eintrittskarten anschauen, kontrollieren. Natürlich nochmal Fotografen. Ja. Dann habe ich mir von noch diese. Wände geholt, Mauern, das wird hier getrennt, dann hat man hier noch mal eine, hier oben noch mal eine und die da, die große. Ich muss mal gucken, dass ich das irgendwie euch zeigen kann. So, ja, also man hat hier diese große besprayte oder ja, verunstaltete, wie man bei uns sagt. Man hat diese kleine Mauer, man hat diese kleine Mauer und hat diese große Mauer noch. Die habe ich mir jetzt mal geholt. Was heißt geholt? Mein Modellbauhändler hat sie mir gesponsert. Was sind sogar drei? Hat gemeint, zwei Stück sponsert er mir doch mal. Also drei haben wir da. Das wird natürlich irgendwo seinen Platz finden. Und dann habe ich noch von noch ebenfalls, wie heißt es? Ah, krieg ich weg. Ich soll doch immer die Preise wegmachen, sagt mein Oberhändler. So. Von noch habe ich Parkplatz geholt. Alles klar, Leo. Hallo, Rolf Dieter. Ja, Ralf, ich habe viele Flamingos, weil ich liebe Flamingos. Auf jeden Fall ist das so ein Parkplatz zu stehen. Da hat man Taxi, man hat Stellplätze, man hat Bus, man hat nochmal und einen Behindertenplatz und so. Und eben für die Zwischenräume, das ist mir wichtig, weil man schneidet das ja auseinander. Hat man ein Foliensät noch dabei, wo man dann die Zwischenräume machen kann. Und das wird alles hier drüben auf diesen Platz kommen. Werde ich aber auch in Ruhe machen. Ich wollte es euch bloß schon mal zeigen. So, wo schmeißen wir das hin, dass ich mich finde? Gut. Ja, was wollte ich heute machen mit euch? Ich wollte heute mal hier ein bisschen auf das Haus eingehen. Und wie ihr seht, habe ich hier Hecke hingemacht, hier Aufgänge gemacht, weil ich ja erklärt habe, dass ich nicht möchte, dass diese Becken hier eingesenkt sind. In der Platte habe ich eben diese Erhöhung gemacht. Und ihr seht, die Besucher nehmen es wunderbar an, den Bären gefällt es auch. Und ich habe jetzt mal hier dieses Modell Bauwasser noch verwendet. Eigentlich sollte es ja schrumpfen, aber bis jetzt ist noch nicht geschrumpft. Bin mal gespannt. Ich habe das auch hier bei den Pinguinen eingesetzt. Ja, die werden gerade gefüttert vom Zoowärter oder von ihrem Tierpfleger, wie man es so schön nimmt. Und ja,
ich bin mal gespannt, wie sich eben dieses Zoo, dieses, ach, wie heißt es denn? Ich zeige es euch kurz. Dieses hier. Modellwasser XL 60874 von Noch. Ja? Ich habe euch das ja mal erklärt an meinem Sägewerk und hatte ja da Riesenprobleme damit, weil es eben nicht so fest kommt, wie es sollte. Das muss auch noch hier hin, irgendwie. Ja. Jetzt probiere ich es da mal aus. Da wäre es nicht schlimm, wenn es verkackt, weil da stört es mich nicht. Ja. Ich warte immer noch auf mein Bähnle. Und ich bin am Grübeln. Ja, tschüss und weg. Danke, dass du reingeschaut hast. Hallo BLS-Man. Sascha, das kann ich dir nicht sagen. A, weil ich weiß nie, was noch passiert. B, habe ich noch einen Termin. Und C, ist nicht mehr, ich kann nicht viel zu machen. Ich muss die Flamingos einbauen, ich muss die Straße hier planen, weil ja andere Gehege hier hinkommen. Mal zur Übersicht noch. Ich brauche noch, ich zeige es mal kurz, ich brauche noch ein Seelöwen-Gehege, das kommt definitiv damit auf die Platte. Ich möchte da aber etwas Besonderes machen, was ich in Köln im Zoo gesehen habe, was mir unheimlich gefallen hat. Da muss ich aber erst eine Lösung finden dazu. Da wird noch nichts verraten. Das werdet ihr dann sehen. Dann haben wir noch, oder brauchen wir noch ein Gehege mit Elefanten. Dann brauche ich noch ein Gehege mit Giraffen. Dann haben wir noch die Option Affen. Affengehege definitiv. Löwen. Und Tiger möchte ich haben. Nilpferde möchte ich haben. Und dann habe ich noch als letztes Gehege Nashörner. So. Also haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gehege vor uns. Und ich möchte euch jetzt mal kurz die Problematik zeigen, die ich sehe. So, ich gehe jetzt mal nach oben. Das heißt, so sieht der Zoo jetzt aus. Muss ich erstmal die Kamera wieder hin justieren. Na? So. Heißt, wir haben da hinten den Eingang. Da haben wir die ersten Gehege und dann geht es hier hinten um Eisbären, Pinguine, Seelöwen. Dann kommt Affen hin und dann habe ich noch diese Fläche für die anderen Gehege. Giraffe, Elefante, Nilpferd, Nashorn, Löwe, Tiger. Merkt ihr was? So. Da das Affengehege so groß ist, ihr seht, wie groß der Karren ist, weiß ich nicht, wie viel Platz das hier einnimmt. Bedeutet, gehe ich doch mit der Platte hier weiter und mache das Affengehege separat hin, mache hier den Weg und habe dann diese Fläche hier noch für die Tiere. Heißt, ich kann nicht hell sehen. Ich werde jetzt von hier ab weiterbauen. Und zwar in die komplette Richtung. Das heißt, die nächsten Gehege werden wieder Außengehege werden mit Gebäude. Entweder
Giraffen oder Elefanten oder Tiger und Löwen. Ja? Das ist jetzt überlegungswert, was ich da mache. Ciao, Norbert. Was meinst du denn, Reinhold, wie ich das mache? Ja, das ist so Herztal. Wenn du da drüben siehst, da hat ja meine Frau die Schlange gemacht und da steht eben Zoo Herztal. Ja? Und der Zoo ist eben Zoo Herztal, weil ja meine Anlage Herztal heißt. Und deshalb ist das Zoo Herztal. So. Also. Muss ich jetzt Platz schaffen? Der ganze Radatsch hier weg und alles braun machen. Die Mauer dann hier rum verlängern, weil er hier die Straße, ich zeige es euch mal so, die Mauer verlängere ich, weil er hier, wie gesagt, Straße kommt. Ja? Und dann sehe ich nachher, wie viel Platz ich hier brauche für die Gehege. Also wenn ich jetzt das Gehege sehe, ich vermute, dass Tiger und Löwen wird ungefähr dieses Größenformat haben, also nicht größer. Das wäre schon zu extrem für die Tiere. Also wenn ich jetzt mal rechne, jetzt habe ich den Meter wahrscheinlich genau unterm Laptop, ne? Ja, genau, also gut. Wenn wir jetzt mal gucken, wir nehmen jetzt mal die Länge von der Schere. Und so, also wird ungefähr so dieses Quadrat hier, bis natürlich der Weg hier vorne kommt, das muss ich dann mal einzeichnen, dann wird hier das Gehege hinkommen von den Raubtieren. Oder, ja, vermutlich von den Raubtieren und auf die hintere Seite die Giraffen und Elefanten. Und dann kommt es darauf an, ob ich hier noch ein Nashorn und Nilpferdbereich mache. Und das schauen wir dann mal. Ja, ich denke, ich zeige das schon. Aber es wurde ja angemeckert, dass ich zu viel bastle, zu lang. Aber wie gesagt, das dauert eben seine Zeit. Wir machen jetzt mal die Tiere weg. Und dann zieht sich der Livestream eben. Wir müssen ja auch noch den Kiosk hier irgendwo positionieren. Das kommt auch noch dazu. Also ihr seht, da ist noch viel, viel Arbeit vor mir. So. Aufräumen, Platz schaffen. So, hier noch ein bisschen sauber machen. Gut. Dann holen wir Farbe. Das ist die falsche. Die da brauchen wir. Und einen Pinsel.
Hallo René. Und bis später, Utrecht. Utrecht. Nehmt's mir nicht übel, wenn ich eure Namen oder eure Kanalnamen falsch sage. So, das schöne Braun. Und dann streichen wir jetzt mal eine Runde. Es hat mich ja einer gefragt. Ja, also ich habe ja hier noch massenhaft Platz. Aber wie gesagt, ich möchte auch noch ein bisschen Stadt machen. Weil ich ja da noch ein paar Häuser machen möchte für die für Faller. Und da brauche ich noch ein bisschen Stadt hier. Also möchte ich den Zoo nicht verschwenderisch machen. Wenn man manchmal schaut, zum Beispiel in Frankfurt oder in Berlin, ja, da sind die Zoos ja auch mitten umringt der Stadt. Also da ist auch nichts mehr mit größer sein. Ich muss aufpassen, dass ich mein Hemd nicht sauber dreckig mache hier. Ja doch, ich mache die Platte sauber. Den Boden sauge ich dann wieder, ist ja egal. So. Auf Stelzen bauen, ja. So mit einem Loch. Quasi, wenn die Leute im Kaffee unfreundlich sind und zu wenig Trinkgeld geben. Dann werden sie da in den Raum 1 gebeten und dann wird das Loch aufgemacht und dann fahren sie runter ins Löwengehege. Muss man ein Schild hinhängen. Dann Löwenfütterung bei nicht artgerechter Trinkgeld. Zahlung. So.
Heute ist es ein Livestream, um den es braun wird. So. Das ist jetzt quasi noch die erste Fläche. Auf dem ersten Modul. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel ich davon noch erweitere. Ja, es ist also noch genügend Platz. Und ich muss ja nicht die Gehege utopisch groß machen, sondern quasi ein wenig artgerecht. So. Jetzt gleich. Dass es einigermaßen gut aussieht. Gut, jetzt müssen wir das trocknen lassen. Jetzt haben wir uns ein Ei gelegt. Ne? Also, wie gesagt, das Becken hat Zeit. Das kommt auf jeden Fall hier auf die Platte drauf. Da ist der Platz weg. Dann ungefähr von hier ab die Linie wird Weg werden. Das zeichne ich noch ein. Ja. Also, in diesem Sektor, ich könnte ja das so machen. Ich mache hier. Ich verstehe leider nicht, was du. Muss die sich mal anmischen. Wenn ich hier das Gehege mache für die Löwen, Tiger, das Gebäude, dann kann ich auf die Rückseite Elefanten und Giraffen machen. Und das müsste ich jetzt dann mal ausrechnen, wie groß das Affenhaus wirklich ist. Das mache ich, wenn es trocken ist. Und muss man mal lesen. Hallo Zulu-Tier. Ja, Tim, viel Spaß. Unser Insider-Stammtisch ist gerade auf Eis wegen Corona. Oder ich mache hier Giraffen und Elefanten, da hinten die Tiger hin. Und wie gesagt, ein großes Gebäude in die Mitte. Da muss ich mal gucken, was es da für Optionen an Gebäuden gibt. Was ich mir da anschaffe. Muss mal gucken. Weil dann könnte man die Gehege hier und hier so verbinden mit einem Gebäude und bräuchte nicht noch mehr Platz verschwenden. So, jetzt aber nochmal zurück. Wenn ich da drüben die Affen hinmache und die gehen ungefähr bis da, nehmen wir es mal an, dann könnte ich hier noch in dem Bereich die. Achso, ich habe ja nur die Happy Hippos und die Nashörner habe ich ja auch noch. Also, wir müssen vermutlich ein Stück in die Platte neu integrieren. Also eine neue Platte machen. Ja. Aber das Bähnle wird nur hier fahren und wird dann dementsprechend natürlich hier drüben kommen.
Und hier unten dann wieder zurück. Und ja. Es ist ein planerisches Gedankenspiel jetzt. Weil, wie gesagt, das Kaffee muss noch irgendwo hin. Oder was heißt Kaffee? Der Kiosk halt. Und dann will ich ja noch Fußweg machen. Also hier geht auf jeden Fall ein Fußweg rum. Da sind nur Leute, da fährt kein Bähnle. Also ihr seht, es ist planerisch gar nicht so einfach. Hier habe ich noch ein Pinselhärchen. So. Nimm schon irgendwo eins, weil die kriegst du nachher nicht mehr weg. Die Bahn habe ich schon gezeigt. Ich kann ja noch mal. Wenn ich hinkomme. Tada. Das sind die zwei Wägelchen. Die Lok, die ist noch bei Faller. Denn da habe ich ja den neuen Akku verbauen lassen und eben es langsamer gemacht. Weil, wie gesagt, das wäre ja hier so gefahren, ja, und ich will quasi, dass es so fährt, trotz vollem Akku, ja, dass man immer im Endeffekt eine dementsprechende Geschwindigkeit hat. Das sind auf jeden Fall die zwei Wägelchen. Und dann gibt es die blaue Lok noch dazu. Aber wie gesagt, ich warte eigentlich auf diese Lok, weil ich kann das K-System hier nicht weiterbauen, weil ich muss ja gucken, ob die Kurven so mit dieser Lok vertretbar sind, mit dem Wagen vor allen Dingen, weil er zieht ja zwei Wagen hinterher. Mit dem LKW hat es funktioniert soweit und ja. Alles klar, dann bis später, aber ich weiß nicht, ob ich noch da bin so lang. Heute ist ja ein kurzer Livestream. Es geht einfach nur planerisch um weiter hier. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, und dann kann ich das K-System hier verbauen und auch überlegen, wo ich fiktive Haltestellen mache. Also quasi hier vorne, da ist ja die Haupthaltestelle. Da. Da habe ich ja den Parkplatz eingebaut, weil da wird der Zug immer stehen bleiben, ob er fährt oder nicht. Da ist er dann immer zu Hause. Und dann fährt er hier rum, dann könnte man zum Beispiel hier eine Stoppstelle hinmachen. Dann fährt er hier rum, man könnte hier eine Stoppstelle machen. Dann fährt er hier rum, man könnte hier eine machen. Und hier noch eine. Und dann fährt er wieder rum. Also Stoppstellen heißt fiktive. Das heißt, da steht halt ein Bahnschild, Haltestelle. Aber da wird er nie halten, weil das wäre jetzt zu viel des Guten, hier noch mehr zu verbauen, weil man sieht ja hier unten, sieht man es, warte, ich mache mal Licht. So, da unten ist die Parkplatzstelle verbaut von Faller. Und wenn ich da jetzt noch mehr hätte, dann habe ich da ja Haufen so Teile drunter. Und nee, das will ich im Endeffekt nicht haben. Was noch hinkommen wird, sind natürlich Lampen. Also ich denke mal, hier kommt eine hin, hier kommt eine hin, da drüben wird eine hinkommen und so. Und hier ans Eck und irgendwo, ja, dass halt dementsprechend die Ausleuchtung ein bisschen ist. Ich habe ja überlegt, ob ich ein Spot hier hinbaue, um es zu beleuchten, aber ich denke, das lasse ich.
Vielleicht baue ich oben auf die Platte hier noch eine Lampe hin, wenn das nicht zu viel ist. Das muss ich da mal sehen, wenn sie angeschlossen sind mit dem Ausleuchten. Nein, wir haben hier ein Zoo und kein Jurassic Park. Hier wird nicht durch die Gehege gefahren, sondern so. Also wer schon mal in Köln im Zoo war, da fährt ja das Zoobähnle, fährt ja an den Eingang hin und fährt wieder weg, bringt quasi die Leute dahin. Man kann danach wieder wegfahren mit dem Bähnle an den Dom. Darauf inspirierend habe ich einfach das im Park. Es gibt ja auch Bähnle, die im Park wenn rumfahren für dementsprechende Leute, die nicht so zu Fuß sind und die können dann eben dann hier anhalten, dahin gehen, hier rüberlaufen, wieder einsteigen, hier rumfahren, dahin gehen oder so. Und ja, so ist eigentlich die Grundidee dieses Bähnchens. Ja. Ja, es trocknet. Das war jetzt natürlich wieder schlau von mir. Das heißt, wir können hier nichts anderes machen, wie jetzt warten aufs Trocknen. Auf jeden Fall seht ihr mal die Dimensionsfläche noch. Ich mache mal hier kurz. Ja, aber ich mag sowas nicht halt. Punkt. Also, wir haben jetzt noch eine mögliche Zoofläche von 67 cm und wir haben noch eine Tiefe von, wenn ich mal von hier ausgehe, von 22 cm, was man Gehege machen kann. Es sieht hier viel aus, aber wie gesagt, hier ungefähr ist die Mauer. Dann kommt die Straße, also sind wir hier ungefähr mit Gehegen, ja, zugegen. Wird so auch bleiben. Kommt irgendwann wieder Altes aus dem Mova-Zimmer? Was meinst du denn? Momentan nicht. Neues aus dem Mova-Zimmer kommt nicht. Ganz einfach, weil ich keine Zeit habe und nicht an den Zuschnitt komme, weil die ja immer noch gesperrt sind und sporadisch. Wenn nichts los ist, kann man was machen, aber ich sitze ja nicht 2 Stunden im Bauhaus und warte, bis nichts los ist. Aber das seht ihr ja dann, wenn es da weitergeht. Ja, wir könnten. Das könnten wir machen noch. Ich setze euch mal hier rüber. Wir könnten ja mal hier die Wiese machen. Das wird der Wiese hierher. Wo sich das Gebäude positionieren ungefähr. Dann brauche ich einen anderen Pinsel. Ich komme gleich wieder. So,
Da bin ich schon wieder. Da brauchen wir nämlich Weißlein. In dem Fall hier der Colorfix, den Pinsel. Zu welchem Nahverkehrswagen meinst du denn? Mal gucken, ob ich die Dose noch einigermaßen was drin habe an Gras. Das wird wahrscheinlich zu wenig sein. Muss ich noch ein bisschen auffüllen. So. Es ist immer gut, wenn man genügend Gras im Haus hat. Ja, habe ich ja nicht gesagt, dass es auf Schiene läuft. Das ist ja so ein Parkbändle auf Rädern. So. Schick, schick, schick das Gras. Dann machen wir jetzt hier mal Wiese hin, wo Wiese hin muss. So. Echt ein Scheiß. So, ich habe mir jetzt ein bisschen die Position fixiert des Häuschens. Und dann machen wir jetzt hier ein bisschen mehr hin. Und da machen wir auch einen Schritt mehr. So. So, Dele. Deckel drauf. Und auf die Seite stellen. Mache ich welche Grasfaser und das weiß ich, von Heki nehme ich und von Faller. So. Gut. Das reicht mal so.
Ja, ich habe ja ein... Also keine Stoppstelle. Das müsst ihr beachten. Wenn ihr ein... Da siehst du sie, ja? Das ist ein Parkplatz. Und zwar, wenn ihr Stoppstellen baut, dann halten die Fahrzeuge kurz dort. Die sind aber nicht gedacht, um längerfristig ein Fahrzeug anhalten. Ja? Wenn man aber einen Parkplatz macht wie hier, dann ist der so ausgelegt, dass das Fahrzeug quasi für längere Zeitraum abgeschalten wird. Also bei der Stoppstelle wird nur kurz unterbrochen. Er steht quasi in so einer Lauerstellung. Das heißt, der Akku geht leer. Ne? Also wenn ich das jetzt ungefähr 2 Stunden auf einer Stoppstelle stehen lasse, das Fahrzeug, irgendwann fährt es nicht mehr weiter, weil der Akku leer ist. Und beim Parkplatz ist das eben so, dass der Akkubetrieb unterbrochen wird, komplett. Das heißt, das Fahrzeug ist wie unser Fahrzeug in echt abgeschalten. Und das andere ist quasi, wenn wir an der Stoppstelle stehen und lassen die Zündung an, mit Licht, haben zwar den Motor aus, aber die Zündung ist noch alles an, irgendwann fährt das Auto auch nicht mehr weiter. So zur Information. Natürlich könnte ich jetzt hier auf der Strecke Stoppstellen machen. Die Frage ist nur, will ich es oder will ich es nicht? Habe ich gerade erklärt, weil jede Stoppstelle hat so einen Kasten unter der Anlage. Das muss ja nicht sein. So, jetzt zu der anderen Frage. Das ist das Gras, das ich verwende. Faller 170725 Streufaser Grasgrün. Ja? Erkennt man es? So erkennt man es. 170725 Faller Streufaser Grasgrün. Ihr könnt ja auf faller.de gehen. Da findet ihr dann alle möglichen Grassorten. Lang, kurz, hell, dunkel. Und wie gesagt, auch hier, ihr seht es, ne, der Weg habe ich mit Waldboden gemacht. Das ist auch Gras von Faller. Nennt sich eben Waldboden. Das sieht einfach top aus. So, ne? Wenn man das als Weg nimmt, gefällt mir das sehr gut zwischen den Gräsern. Ja. Ich habe das auch genommen hier hinten bei den Bäumen oder hier bei den Pflanzen oder da, wo die Ente ist. Da habe ich das auch genommen, so bei den Inseln gemacht. Ja. Und das ist jetzt normales Grasgrün. So sieht das jetzt aus. Das muss jetzt trocknen. So, und extra für den Christian mache ich jetzt mal hier einen Pack auf. Sofern ich es bekomme. Ich krieg's nicht auf. Das nenne ich jetzt mal Schicksal, Christian. Doch. So. Und die kommen dann da. So hin ungefähr. Aber nicht so, wie sie jetzt sind, sondern natürlich noch bearbeitet. Aber nur für dich, Christian. Zwei Flamingos. So, sieht man sie besser. So sieht das aus jetzt.
habe ich mir überlegt, dann so Holz, also so Äste im Endeffekt hinzumachen, als so Abgrenzung für die Flamingos. Das ist ja ganz unterschiedlich. Hallo Dustin. In den einen Fällen sind die per so kleine Gitter abgeriegelt. Vielleicht mache ich auch ein kleines Gitter hin. Muss ich mir mal überlegen. In anderen Zoos ist einfach nur so ein Holzbarriere, dass da nicht jeder halt automatisch reinläuft bei den Flamingos. Das muss ich mir mal gucken, wie ich es mache, aber ich denke, das wird schon irgendwie hinkommen. Die sind ja jetzt nicht so vorne, wenn ich jetzt mal sehe, wo der Flusslauf ist. Die sind ja hier am Flusslauf, werden sie angefangen zu positionieren, im Fluss, außerm Fluss und so, ne? Manche stehen drin, manche eben draußen. Und je nachdem, ja, sieht das dann toll aus. So. Da kommt natürlich hier noch das Gebäude hin. Das wird da noch gemacht. Ob da Licht reinkommt, das weiß ich noch nicht. Vielleicht muss ich mir noch überlegen. Jo. Dann denke ich mal, was steht da noch? Ja, das habe ich gestern schon mal gesagt, dass ich den IC2 von Märklin gut finde. Ich habe ihn auch da in der kompletten Länge mit der 147.5 Lok. So, bin ich drauf? Ja. Ich lese es mal kurz noch. Ja, gut. Dann sage ich mal danke, dass ihr dabei wart jetzt in diesem spontanen Livestream Bau des Zoomoduls Teil 18. Ich mache jetzt hier einen Cut, weil es muss es trocknen, hier muss es noch trocknen, da hinten die Wiese muss noch trocknen, dann muss ich sie absaugen mit dem Socken natürlich, dass das Grün aufgefangen wird. Und ja, dann beim nächsten Livestream sehen wir uns wieder und dann schauen wir, was wir bis dahin gemacht haben. Ich werde in der Zwischenzeit wahrscheinlich die Mauer hier setzen, wie ich gesagt habe. Ich werde die Straße dementsprechend grau andeuten, dass man das besser erkennt. Und dann kann ich mehr planen im Sinne von Gehegen. Und ich kann dann auch mehr drauf eingehen, was ich noch für ein Gebäude hier brauche für die ganzen Tiere. Und ja, dann schauen wir mal. Dann wird natürlich der Parkplatz drüben gemacht, am Eingang und so weiter. Da kommt dann noch was hin. Das seht ihr dann morgen, Mittwoch, 17.30 Uhr beim Faller-Special, was da gebaut wird. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart. Für alle anderen danke, dass ihr es noch angeschaut habt. Ich freue mich natürlich über jeden Daumen nach oben, über jeden Kommentar. Bleibt gesund. Ja. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Wir werden sehen, was morgen für neue Bestimmungen kommen. Egal. Wir Mobayaner halten zusammen. Und wenn es auch hier im Livestream ist. In dem Fall viele Grüße. Euer Markus und tschüss.